Wir kommen jetzt zum ersten Dialogteil des Summits mit dem Titel Digital Transformation, the Researcher's Perspective. Und ich darf jetzt Professor Lino Gesella und Professor Niklas Wirth auf die Bühne mit mir bitten. Wir stehen. Mir wurde gesagt, wir stehen heute. Es ist gut für die. Mir wurde gesagt, es ist gut für den Kreislauf, das ist dass so. Wir stehen. Und ich bin in der Mitte hier. Hallo. Guten Tag. Goff ist mein Name. Schönen guten Tag. So, es geht hier um Research aus der Perspektive der Forscher. Am World Economic Forum würde die, oder über die vierte industrielle Revolution gesprochen. Ist es möglich, dass man die Digitalisierung in ihrer Radikalität unterschätzt hat? Ja, ich denke schon, ja. Obwohl die ganze Thematik seit vielen Jahrzehnten ja schon vorliegt und angelaufen ist, aber in den letzten Jahren, darf ich sagen, scheint mir diese Bewegung so sehr an Momentum gewonnen zu haben, dass die Gefahr ist, dass man es unterschätzt hat. Ja. Meinen Sie das auch? Ich würde nicht immer von Gefahren reden, sondern von Chancen, von Opportunitäten, von Möglichkeiten. Ich bin sehr froh, dass die Frau Bundesministerin ein positives Bild gezeichnet hat. Ich unterstütze sie sehr hier. Wir sollten in Europa nicht immer Angst haben. Sie kennen alle den Spruch, nicht wahr? Die USA erfindet es, China kopiert es und die Europäische Union reguliert es. Und von diesem Gedankengut müssen wir wegkommen. Wir müssen ein bisschen mehr mit Mut in diese Sache reingehen. Wir haben hervorragende Voraussetzungen. Was würden Sie sagen, wie viel Hype gibt es eigentlich, was diese Revolution angeht? Zu jeder Revolution gehört ein bisschen Hype und man muss den Hype ausnützen, um die eigentlichen Ziele zu verfolgen. Und die Ziele sind es, Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze in Europa, in der Schweiz, in Deutschland zu erhalten. Ja. Sehen Sie, digital kommt ja vom Lateinischen digis oder digitis und das heißt der Finger. Also wir treten in das Zeitalter ein, wo man beginnt, mit den Fingern zu zählen. Ja. Das ist die Revolution. Was würden Sie sagen, was macht die ETH, um diese Entwicklung für die Zukunft positiv zu nutzen? Gibt es neue Forschungsbereiche oder wie verändert sich die Hochschule oder die Hochschulen? Was würden Sie sagen? Ja, die Hochschule ist seit vielen Jahrzehnten mehr und mehr von einer akademischen Institution, von einer Schule, von einer Bildungsstätte in eine Business gewandert. Ja gut, vielleicht ist das etwas scharf formuliert, aber ich habe gerade heute von Frau Dr. Bundesministerin Ivanka gehört, dass zwar Enthusiasmus am Platz ist, aber eine gewisse Skepsis auch nicht ungesund ist. Und in diesem Sinn sage ich das zwar auch unkritisch, aber die Hochschulen werden mehr und mehr durch ihr Wachstum bedingt zu Dingen, die wie eine Business, wie eine Firma geleitet werden. Also wir machen natürlich immer noch das, was Professor Wirth hier exemplarisch darstellt am besten. Das ist die Grundlagenforschung. Ich möchte daran erinnern, Professor Wirth ist einer der Pioniere der Informatik, Pascal Modula Turing Award Winner. Da gibt es nicht so viele auf der Welt. Ja. Ich denke, da wurden wirklich Grundlagen gelegt. Andere ETH in diesem Bereich, das machen wir immer noch. Die Leute sind noch nicht so berühmt wie er, aber die werden es noch werden. Und zweitens machen wir natürlich, was Herr Professor Wirth gesagt hat, wir bringen das in die Wirtschaft rein, zum Beispiel mit dem Zurich Information Security Center. Also die Datensicherheit ist eines der zentralen Aspekte.
Oder wir erfinden das Internet neu, das Zion wird an der ETH erfunden, ein endlich sicheres Internet. Nicht, dass Ihr Datenpaket, wenn Sie das von Berlin nach München schicken, dass das irgendeinen Umweg macht über, ich sage jetzt nicht wo, sondern dass wir garantieren können, dass das Datenpaket sicher ankommt. Da wird an der ETH und auch an anderen guten Hochschulen Forschung gemacht darüber. Glauben Sie mir, ohne den Beitrag der Hochschulen ist diese Entwicklung nicht möglich. Wie ist die ETH denn... Oder wie sind andere europäische Spitzenuniversitäten im Vergleich zu den Universitäten des Silicon Valleys aufgestellt? Weil ich meine, jeder redet von Stanford zum Beispiel. Stanford? Stanford, ja, ist Ihnen bekannt? Good one, huh? Ja. Ja, also, die US-amerikanischen Hochschulen machen hervorragende Arbeit. Aber denken Sie daran, die US-amerikanischen Hochschulen haben zum Teil enorm viel höhere Budget als wir haben. Ich bin sehr froh zu hören, Frau Bundesministerin, dass Sie Ihr Budget um 25% erhöhen. Sie haben auch höhere Studiengebühren. Sie haben extreme Studiengebühren und Sie haben sehr viel mehr Autonomie. Das sind zum Teil ja private Hochschulen, Stanford zum Beispiel. Also wir müssen hier schon schauen, was wir das Gleiche mit Gleichem vergleichen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in Europa auch wieder diesen Willen zur Elite wiederfinden. Das ist das Verrückte an Amerika. Sie haben eine sehr breite, nicht besonders gute Ausbildung, aber ein, zwei, drei oder vielleicht auch ein Dutzend absolute Leuchttürme. Und wir müssen es akzeptieren, dass diese Leuchttürme wichtig sind für die Entwicklung einer ganzen Region. Ich bin froh, dass in Deutschland die Exzellenzinitiative so gut läuft. Und in der Schweiz haben wir zwei, drei hervorragende Hochschulen. Ja. Die ETH gehört sicher dazu. In Deutschland, es wird sehr oft gesagt, es ist fast tabu, von Eliten zu sprechen. In den USA, man ist sehr stolz darauf, dass man sagen kann, ich gehöre zu den Eliten. Wie ist es in der Schweiz? In der Schweiz spricht man ungern von Eliten. Man möchte nicht zu Eliten gehören. Das gehört sich einfach nicht. Ich übertreibe wieder ein wenig. Okay. Aber die Untertreibung ist bei den Schweizern eher beliebt. Aber ich stimme völlig damit überein, dass eine Hochschule wie die ETH danach streben muss, Eliten auszubilden. Denn sie bringen Neuigkeiten, Innovationen und Fortschritt. Das ist absolut wichtig. Ja, es wird auch sehr oft vorgeschlagen, Europa, die Schweiz, sollen erfolgreiche amerikanische Innovationsstrategien kopieren. Ich bin nie ein Freund gewesen von der Kopie. Die Kopie ist immer nur halb so gut wie das Original. Nein, wir müssen unsere Stärken kombinieren mit neuen Entwicklungen. Das wurde vorhin übrigens auch schon angetönt von der Frau Bundesministerin. Wo sind wir stark? Deutschland, Schweiz. In der industriellen Fertigung, in der Realität. Wenn eine App abstürzt, dann booten Sie einfach Ihr iPhone neu. Aber wenn Ihr autonom fahrendes Fahrzeug oder Ihr autonom operierende Fahrzeug abstürzt, dann haben Sie ein massives Problem. Und wenn wir das kombinieren können, gute, effiziente Softwareentwicklung mit dieser Tradition des wirklich funktionierenden, echten Produkts in der Realität, dann haben wir Cyber-Physical Systems, die funktionieren. Und ich bin überzeugt davon, das ist eine unserer großen Chancen. Von den Amerikanern dieses eher lockere Umgehen mit der Software, das Produkt reift beim Kunden, nicht wahr? Und trotzdem unsere Traditionen von der Berufslehre, aber auch von wirklich diesem guten Maschinenbau, dem Deutschen, nicht verlieren. Wenn wir das kombinieren, sind wir unschlagbar. Europa war natürlich einfach eine sehr lange Zeit Hardware-orientiert. Absolut. Sind wir hierzulande bereit für eine zunehmende Software, zunehmende internetorientierte Wirtschaft? Die Frage ist falsch gestellt. Wir müssen nicht, ob wir bereit sind, wir müssen es machen. Das muss in den Schulen anfangen, wo wir Informatikunterricht, richtigen, also nicht einfach anwenden von PowerPoint und solchen Sachen, sondern richtigen Informatikunterricht in die Berufslehre, in die Hochschulen, überall reinbringen, das algorithmische Denken. Da müssen wir extreme Anstrengungen machen. Ich bin froh, wenn alle in der Bildung, Forschung und Innovation in diese Richtung gehen. Herr Wirth war ein Pionier zum Beispiel in diesem Bereich, Software, also Sprachen zu entwickeln, die man wirklich auch dann algorithmisch benutzen konnte. Dürfen Ihre Studenten, dürfen die dann PowerPoint-Präsentations nutzen? In meinem Büro sind PowerPoint-Präsentationen verboten. Alle. Ich kann auch sagen, ich mache in CIBIC Global Conferences seit 5 Jahren.
Heute ist das erste Mal in 5 Jahren, beim ersten Tag, dass kein einziger Sprecher eine PowerPoint-Präsentation verwendet hat. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Zeitalter ist oder, ich weiß nicht, oder vielleicht haben die Leute einfach keine Zeit gehabt. Wer weiß. Nein, nein, das ist nicht so. Aber ich bin froh, dass Sie das erwähnt haben über die Qualität. Also Innovation wird ja heute wahnsinnig emporgehoben. Mit Theodor Fontane möchte ich fast sagen, etwas überbetont. Ich habe gar nichts gegen Innovation, aber nur solange sie Qualität und Zuverlässigkeit nicht verdrängt. Ich behaupte, das sind die traditionellen hohen Werte unserer Industrien. Und gerade in der Software laufen wir sehr stark Gefahr, dass Zuverlässigkeit und Qualität unterbewertet werden. Die müssen wieder in ihrer Einschätzung angehoben werden. Eben hier wollen wir die amerikanische Produktion nicht kopieren. Würden Sie sagen, dass ja, Sie dürfen klatschen. Die Digitalisierung, haben wir dieses Prozess schon ausreichend als ein gesellschaftlich-kulturelles Phänomenon erkannt oder reduzieren wir es zu sehr nur auf die Industrie? Also meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Sie sagen, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Denken Sie daran, mit dem Buchdruck Gutenberg und Luther, der deutschen Bibel, wo man allen beigebracht hat zu lesen, Volksschulen eingeführt und was eine riesige Revolution stattgefunden hat. Und etwas Ähnliches beginnt jetzt sich langsam zu manifestieren. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass die ganze Gesellschaft sich hier dessen bewusst ist, da kommt etwas auf uns zu, das einen Quantensprung darstellt. Wie man das genau angehen will, ist natürlich eine Frage der Debatte. Ich bin überzeugt davon, der Grundstein zu allem ist Bildung, Forschung und Innovation. In diesen Bereich müssen wir investieren. Ja, dem letzten Wort habe ich nichts mehr beizufügen. Ich glaube, Bildung, Ausbildung sind absolut prioritär. Welche neue Anforderungen an die schulische Bildung erwachsen aus der Digitalisierung? Ja, also der Kern der ganzen Sache liegt natürlich in der Abstraktionsfähigkeit. Wenn Sie ein Gerät konstruieren, besonders ein abstraktes wie ein Programm, ein Informatiksystem, dann ist das eine abstrakte Sache. Man muss lernen, in abstrakten Räumen zu denken. Das ist beileibe nicht jedermanns Sache. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade das anerkennt, und auch im Zeitalter der digitalen Revolution noch Arbeitsplätze erhält für Leute, denen Abstraktion nicht die höchste Prioritätsstufe ist. Alles, was Regeln hat, wird sich mittel- oder langfristig automatisieren lassen. Sie haben jetzt das Beispiel gesehen, Schach geht schon lange, ja. Jeopardy. Und jetzt das Spiel Go, das eine strategische Komponente hat, aber es ist immer noch ein klar geregeltes Spiel. Also was wir wirklich machen müssen, ist wegzukommen, den Leuten Berufe zu lernen, wo sie einfach Regeln abarbeiten. Das wird eine Maschine können. Ja. Wir müssen die Leute mehr dazu trainieren, Regeln zu brechen, kreativ zu sein, Neues zu machen, Unvorbereitetes zu entwickeln. Und das wird eine sehr schwierige Aufgabe sein, Herr Wirt, weil es natürlich eine intellektuell sehr herausragende Aufgabe ist. Ja. Aber an der ETH pflegen wir das ganz speziell, dass wir den Leuten nicht mehr beibringen, also nicht nur beibringen, was die Regeln sind, ja, sondern auch, wie man diese Regeln bricht und wie man zu neuen kreativen, kritischen Lösungen kommt. Was ist mit der Bereitschaft zu versagen? Eine ganz wichtige Frage. Wir sollten mehr Fehlerkultur entwickeln in Europa. Das ist etwas, was wir von den Amerikanern lernen können. Versagen ist okay. Bei uns ist das ein Stigma, dass man praktisch nie mehr los wird. Im Gegenteil, ich persönlich habe immer nur dann gelernt, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ich einen Erfolg hatte, dann gab es höchstens Kopfweh am Morgen nachher. Ja, ich meine, habe... ja... Ja, ich bin völlig einverstanden. Ja. Aber ich glaube, die Europäer haben in dieser Beziehung auch schon gewisse Fortschritte gemacht. Also die Zukunft
ist nicht verloren. Nein. Ja, super, okay. Herr Dr. Wirth, vielen Dank. Danke Ihnen. Herr Dr. Sell, vielen Dank und wir sehen uns. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns in Stanford. Ja. Ja.